Came for my wins, I need my ends. This life is real, if they pretend. Came off the bench, I get it in, I get it in, I get it in. Came for my wins, I need my ends. This life is real. Was geht ab, Leute? Daily Vlog Nummer 2. Heute geht's mal ein bisschen mehr in den Alltag rein. Ich zeige euch, was heute alles so ansteht. Es ist schweinekalt draußen, aber wir gucken, ob wir nachher trotzdem ein bisschen Radfahren können. Erstmal so ein paar Sachen. Das erste, es ist ja jetzt schließlich Advent. Erstmal ein Adventskalender hier aufhängen im Stream-Hintergrund. Panzerband regelt. Als nächstes muss ich jetzt nämlich erstmal Pakete packen. Und außerdem habe ich hier einen Stapel, quasi einen kompletten Satz Helme, sprich einmal Fullface-Helm, Halbschale und Enduro-Halbschale. Die muss ich alle an eine Lackiererfirma schicken, denn, schon mal kleiner Teaser, für 2021 wird es nämlich ein neues Helmet-Branding geben von einem neuen Sponsor. Könnt ihr also gespannt sein, aber dafür muss ich jetzt erstmal diese Helme alle wegschicken. Einen neuen Motocross-Helm gibt es dann auch in dem Zuge. Außerdem habe ich hier eine fette Kiste, wo ich jetzt gerade ganz viel Zeug sammle für die ganzen Giveaways, die wir jetzt in den nächsten Tagen machen können. Sei das jetzt auf diesen Channel oder sei das im Livestream oder auf Instagram, also Augen offen halten. Gibt eine ganze Menge Zeug zu verlosen und zu gewinnen. Ich glaube, eine GoPro werden wir auch noch raushauen im Laufe der Zeit. Hier sind wir jetzt quasi hier bei mir im Lager. Bisschen zugestellt, wird langsam mal Zeit, dass man das ein bisschen vergrößert. Ich hoffe, dass das dann auch in 2021 endlich klappt. Das war ein Kollege von dem Freeride-Magazin. Für die wollen wir jetzt demnächst wieder was machen, eine Kleinigkeit. Und jetzt müssen wir erstmal die Pakete wegbringen. Alle Pakete losgeworden, Einkauf noch erledigt und jetzt ist auch schon wieder dunkel draußen. Aber wir sind bei Tobi und der baut sich hier gerade in der Scheune so einen richtig geilen Skatepark. Das zeigen wir euch aber erst dann komplett, wenn es auch richtig fertig ist. Das wird die nächsten Tage passieren. Da kommt dann nochmal extra ein Video zu. Ich war allerdings gestern schon hier und ich habe zum allerersten Mal probiert zu skaten. Das habe ich vorher, habe ich mich da immer vor gescheut. Und ja, ich habe es gestern probiert und das sah dann so aus. Tony Hawk's Pro Skater. Stunts. Okay, lass mal weglegen. Das war ein Anfang, das war ein Anfang. Genau davor habe ich Angst beim Skaten. Mal schön auf die Handgelenke, ey. Aber immerhin schon mal Drop-Ins gelernt, zumindest so ein bisschen, auch wenn es alles noch mega sketchy ist.
und allgemein so ein bisschen Gefühl fürs Board bekommen. Und heute wollen wir noch eine kleine Runde hier drehen, ein bisschen mehr skaten und den kompletten Park und den kompletten Aufbau zeigen wir euch dann in einem extra Video. Let's go! Right into my air slips, then I got the range with shaking up the game every time I hit the page. Let the splish. It's a real nigga summons, kid, but keep it 100. Know they ready to hunt us, beat up the coach to their money. Don't know which way y'all be running, but still standing for something. What if I'm the demons behind us? They know they sound as like Jenny Juice all the time. I can't really help but be honest. They either hate you or love you, but still they hooked on the phonics. Videos are so ironic, they're still the coach of the conics. Watered down on resonics, they say the power is knowledge. My energy, he the wildest, he turn up on you the loudest. They try to do me the baddest, but I'm still flexing the power. Young black nigga trapped anything but aimless. Trying to cope, we blowing recreation, deeper than entertaining. Two trill, tell him hold the fake shit. Couldn't see us if you had the name, just face it. They only view us as a danger, thinking they can cage us. No change, cause I'm anxious, we liberations. Ja, aber trotzdem geil für den Anfang, Alter. Fürs erste Mal skaten. Ich weiß, es gibt jetzt 1000 Baustellen, meine Fußstellung, meine Körperhaltung, aber erste Mal skaten. Ich habe da immer so ein bisschen Bange vorgehabt, weil man halt andauernd auf die Fresse fliegt dabei, gerade am Anfang. Das macht schon echt Bock. Und ich denke, ich werde jetzt nach Hause fahren und mir ein Skateboard bestellen. So Leute, ich habe mir mein erstes Skateboard bestellt und ich glaube, das ist ganz geil, immer so für so Sessions bei Tobi zum Beispiel als Warm-up oder nach dem Fahrradfahren nochmal so eine Runde damit zu drehen. Ist auch, glaube ich, ganz gut fürs Körpergefühl und macht auf jeden Fall Bock. Mal gucken, was im nächsten Daily Vlog so abgeht, das war es jedenfalls von heute. Auch ein bisschen mal so, ja, Alltagseinblicke, sage ich mal, und ja, dann sehen wir uns nachher noch im Stream, 20.15 Uhr oder im nächsten Video, dann hoffentlich morgen. Bis dahin, Leute, habt eine gute Zeit. Like da lassen, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mehr davon sehen wollt, und ja, würde mich auch freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst, und sehen wir uns im nächsten Video. Peace.